Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, Weihnachten und Silvester 2015 sind anders. Durch Kriege und Not sind viele Menschen zu uns gekommen. Zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kümmern sich unermüdlich um die Geflüchteten, die bei uns Schutz und Chancen suchen. Sie verkörpern unsere offene Gesellschaft und sie leben tagtäglich Willkommenskultur für Menschen, die hier ein neues Zuhause erhoffen. Dafür danke ich wirklich von Herzen und ich danke auch all denjenigen, die sich gegen rechtsradikale Hetze und Hass auf andere Menschen in diesem Jahr tagtäglich zur Wehr gesetzt haben. Meine parlamentarische Arbeit 2015 war kunterbunt und kreuz und quer und unter anderem geprägt durch die Zukunft der Wissenschaftspakte, die Riesenchance, Integration durch Bildung zu schaffen, die hochemotionale Debatte um Sterbehilfe und den assistierten Suizid, die Verteidigung der gesellschaftlichen Vielfalt hierzulande und grüne Pläne für den Umbau unseres Forschungssystems. Denn wer anders wirtschaften will, der muss auch anders forschen. Als bereichert habe ich auch mein erstes Jahr als Parteivorsitzender in Essen erlebt. Insbesondere deswegen, weil wir als Ruhrpott-Metropole 2017 grüne Hauptstadt Europas werden. Darauf bin ich ein bisschen stolz und darauf freue ich mich auch. Es war insgesamt ein kunterbuntes, ein auch anstrengendes, aber insgesamt erfolgreiches Jahr. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit mir in diesem Jahr kooperiert haben, für die zahlreichen Gespräche, inspirierende Begegnungen, lebendige Debatten, für all diejenigen, die meine Arbeit in diesem Jahr bereichert und unterstützt haben. Euch und Ihnen persönlich wie politisch alles, alles Liebe, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und bis bald im neuen Jahr in Essen, Berlin oder NRW. Bis dann.